Ja, Leute, ratet mal, was Spiel ich jetzt spiele. Wir machen natürlich an der Stelle weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Doch bei den Bären. Ich erinnere mich tatsächlich. Und ich bin ja immer noch sehr vorsichtig in diesem Spiel. Ich werde übrigens ein extra Video machen, nur zu diesem Schild, den ich da auf dem Rücken habe. Ein absolut episches Item. Völlig unterschätzt, meiner Meinung nach. Achso, Cam, sorry. Das Ding ist einfach völlig crazy. Das Captain America Shield. Dazu werde ich, glaube ich, ein eigenes Video machen. Ansonsten gucken wir kurz auf die Map. Und sehen, ich bin immer noch hauptsächlich auf der Oberwelt unterwegs und erkunde. In die Dungeons traue ich mich immer noch nicht so richtig rein. Ich bin hier einmal kurz in Shadowkeep reingegangen und habe den Hippo umgehauen im First Try. Ich glaube, das ist ein Legacy-Dungeon, mit dem ich mich natürlich noch ausgiebiger dann beschäftigen muss. Vielleicht machen wir das noch im Laufe der heutigen Session. Weil wir sehen natürlich, von hier geht es dann auch hier noch weiter. Und keine Ahnung, vielleicht sogar hier oben. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ich erforsche halt erstmal so, ich reite erstmal so durch die Lande und gucke, was man hier so überall entdecken kann. Natürlich sage ich nicht, dass ich hier immer schon alles gefunden habe, was man finden kann, aber ich bin schon sehr, sehr gründlich. Aber ihr seht, mir fehlt hier noch eine Menge. Hier unten könnte ich auch schon weitergehen. Hier ist schon das Bonfire. Nach der Dragon Pit kommt man hier raus. Hier ist sogar schon markiert die Map, die ich mir dann irgendwann holen könnte. Ja, also man sieht, hier war ich zum Beispiel auch noch überhaupt nicht, was auch immer das ist. Ich sage immer Gewächshaus dazu, keine Ahnung, was das hier ist. Hier, das habe ich noch nicht richtig gemacht. Also, ich habe so eine sehr eigenartige Art, Elden Ring zu spielen. Und das liegt daran, dass ich einfach auch nicht will, dass dieses Spiel endet, und deshalb immer, wenn ich merke, oh, hier ist Progress, dann gehe ich erstmal wieder weg. Hier Templetown Runes habe ich auch noch nicht richtig untersucht. Hier die Dinger, hier habe ich schon gesagt, die Morth Runes, da kann man wahrscheinlich, also da kann man ja irgendwie runter, da bin ich auch noch nicht weiter runtergegangen, dann kommst du wahrscheinlich hier irgendwie raus. Denke ich mir jetzt alles so, ne? Habe ich noch nicht abgecheckt, und kannst du wahrscheinlich hier Richtung Süden, hier Richtung Osten. Könnte man sogar hier hoch, hier vielleicht lang. Ah, da ist wieder ein Höhenunterschied. Weiß man nicht, was das hier ist. Es gibt noch so viel. Und wir wissen ja gar nicht, wie viel da noch kommt. Und ich habe ja schon gesehen, dass es auch immer noch tiefer geht. Also noch mehr, also das ist noch tiefer als Final Fantasy VII. Das ist ein Final Fantasy VII Appreciation Joke. Ja, und jetzt bin ich hier das letzte Mal gestorben. Hier sehen wir es, hier liegen noch unsere Seelen, weil hier war irgendwie so ein Steinhaufen und der war bewacht von zwei Bären. Und jeder, der Elden Ring gespielt hat, weiß natürlich, dass Bären absolute Wichser sind. Wie im echten Leben auch. Nur da kann ich die ja rear naked choken. Das ist hier natürlich deutlich schwerer in dem Spiel. Ne? Und da hat es mich doch dann echt hingelegt. Und das, obwohl ich mir sogar hier den Schleichtalisman angezogen habe, der überhaupt nichts gebracht hat. Und deshalb kann er sich auch direkt wieder verpissen, der Schleichtalisman. So sieht es nämlich aus. Der Schleichtalisman kann mich mal. Stattdessen mache ich. Was ist das eigentlich? Stattdessen, was mache ich denn eigentlich stattdessen? Ich mach den hier.
So, jetzt müssen wir da halt nochmal hin. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas ist, aber wir müssen ja hin. Guck, da ist schon wieder ein Bär. Hier ist wieder die Bärenkacke. Das ist kein Quatsch, hier liegt wirklich Bärenscheiße, die man auch einsammeln kann. Hier, guckt euch das an. Ist das nicht eklig? Kannst du einsammeln hier. Schön, kannst du schön Bärenkacke einsammeln. So, da ist der Kratzer. Ich lasse den nochmal schön, er kann sich schön die Krallen wetzen ohne mich. So, wir wollen nur zu diesem Steinhaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich gegen die Bären kämpfen will oder nur versuche mir die Items da zu snacken, weil ehrlich gesagt, zwei Bären, das ist selbst für jemanden wie mich, der ja ohne Frage ziemlich gut ist. Also das ist ja eigentlich die Untertreibung des Jahres ziemlich gut. Aber das ist schon nicht ohne. Gerade im NG Plus, weil die so scheiß viel einstecken immer. Da, das ist der... Da sind die Seelen. Das ist der Steinhaufen. Da liegt noch ein Item. Und da sind die zwei schlafenden Runbären. Was ich mir halt überlege ist... Wisst ihr, was wir machen könnten? Warum machen wir es nicht auf geil? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir es auf geil machen. Ich habe da so eine Idee. Ich weiß nicht, ob es klappt. Bislang ist es nur eine Idee, aber vielleicht wird es ja eine Taktik. Muss ich nur gucken. Habe ich kein Ding mehr? Habe ich etwa kein... Doch, hier. Wir nehmen ein Bewitching Branch. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Hierbei handelt es sich um ein Item. Wenn man damit den Gegner sticht... oder berührt, dann wird der aggro auf andere Gegner. Also der wird quasi gecharmt. Jetzt ist natürlich das Problem, dass wir erstmal an den Bären rankommen müssen, der da schläft, ohne dass der uns direkt eine Watsche gibt. Und deshalb werde ich doch nochmal versuchen, mit, wo ist denn? Hier, mit lautlos... Talisman. Da ranzukommen. Und dann schauen wir mal. Hören tun sie uns nicht, aber sie können uns natürlich immer noch sehen. Aber nicht, wenn ich von hinten komme, oder? Scheiße, wieso? Scheiße! Das hat ja geil geklappt. Scheißdreck. Zwei von den Dingern verbraucht. Leck mich am Arsch, ey. So, aber ich verstehe nicht, wieso der sofort hellhörig geworden ist. Ich habe doch den Schleichtalisman an. Wieso hat denn das jetzt überhaupt wieder nicht geklappt?
Ich finde, in der Theorie war das ein richtig guter Gedanke. Aber das hat sich Julian Nagelsmann auch gedacht. Also insofern. Too soon. Ach du meine Güte, was ist denn das? Das ist aber ein anderer Bär. Hä? Oh mein Gott, das ist aber eine ganz andere Hausnummer, glaube ich. Ja, sogar ein Horn. Scheiße. Oh, das sieht... Nein, nicht darauf den zureiten. Bist du... Okay, das ist... Da muss ich mir jetzt tatsächlich mal was überlegen, weil das könnte schwierig sein. Was nehmen wir denn da? Wie machen wir den denn am schlausten? Da brauche ich tatsächlich was mit mehr Wumms. Als die Milady. Jetzt habe ich Fettro, ne? Das habe ich mir schon gedacht. Was würde gut gehen für den? Wir versuchen den zu staggern. Mit Impaling Thrust. Was auch wichtig ist, dass auf jeden Fall nicht noch ein zweiter dazu kommt. Aber ich glaube, hier ist sonst keiner. Weil sonst ist komplett Feierabend. Och, geil. Halbe Energie, okay. Ja, wenn ich natürlich gar nichts treffe, wird es schwer für mich. Oh nee. Das ist der Clergy Beastman Move. Das ist natürlich sehr doof, wenn man viermal nicht trifft. Dann geht die Taktik natürlich auch nicht auf. Aber der Schaden, den wir gemacht haben, war gar nicht mal so schlecht. Möchte ich fast sagen. Wir haben hier wirklich ein Bärenproblem.
kann den natürlich sogar zu Pferdchen machen. Ich habe noch nie einen Bären auf dem Pferd tatsächlich gemacht. Ich probiere es erst nochmal mit der ursprünglichen Taktik. Habe ich was gesehen? Da war doch was. Habe ich mich wohl geirrt. Stagger doch endlich! Spring! Nein! Warum? Da war der Stagger und hat es mal wieder nicht geschafft. Ein TikTok erfrischt den Atem bei nur 2 Kalorien! Ah, oh, Bodenwelle, okay. Halt nicht staggern. Ja, die Klauen, den Move habe ich auch, Junge. Nee. Entfernung, hallo. Entfernen Sie sich vom Bären. Oh, wieder nicht getroffen. So ärgerlich. Ja, wieder zu oft nicht getroffen, ja, das geht voll klar. Das geht ja voll klar, da ist ja manchmal gar keine Sorgen. 1-2 Versuche und dann liegt das Ding. Das ist okay. Fühlt sich jetzt auch nicht komplett falsch an, die Taktik. Ich habe den Stagger halt nicht getroffen. Das war ein bisschen doof. Aber ist machbar. Da haben wir schon Schlimmeres erlebt, Chat. Ratten zum Beispiel. Was ich mich frage, das kann ich nicht sogar. Nicht sogar Blut. Was ist denn? Fire Damage. Scarlet Rot. Blood Loss. Hier. Anti-Dragon Effekt. Afflicting Sleep. Ist auch interessant. Meint ihr, das geht? Meint ihr, den kann man... Den kann man schlafen? Hinter diesem Grabstein bin ich... Okay. Gibt's.
Ja, ey, ich raff es nicht. Fünfmal wieder in die Luft gedingst. So eine Scheiße. Immer. Wie kann man die eigentlich? Habe ich eigentlich noch viel zu selten. 40, da kann man ja einige von bauen hier. Das bin ich nicht! Das bin ich nicht! Scheiße, okay, ich bin's! Oh Mann! Habt ihr gesehen, wie ich drüber gejumpt bin? Wie so ein geiler Pro. Aber über den nicht mehr, ne? Weil ich nur einmal Pro bin. Vom Bären? Fucking fuck. Der regt mich richtig auf. Shadow of the Earthbear. Earthbear. Wieso treffe ich so schlecht? Ich weiß es nicht. Scheiß Blick, ich lasse mich gleich nicht. Aber hier wird nichts drin. Ja, wenn ich jetzt eine schwere Waffe nehme, muss ich wieder so viel rumwechseln. Ich bin zu faul dafür. Wenn ich dann wieder Fat Roll habe. Aber vielleicht habt ihr recht und ich sollte irgendwas nehmen, was mehr bonkt. Hm? Mehr Bonk? Oh, jetzt muss ich wieder hinreiten, jetzt ist auch noch Nebel da. Ey, Nebel haben die auch nur wirklich reingemacht, um mich zu provozieren. Es gibt einfach keinen Grund für Nebel. Also natürlich gibt es einen
Grund für Nebel, aber es gibt einfach keinen Grund für Nebel. Es ist einfach komplett, als ob du auf dem N64 zockst. Die Attacke ist mies. Jetzt ist er sauer. Oh shit, das war dumm. Bisschen Pech auch. Kommst halt überhaupt, der macht so schnelle Attacken, kommst halt zu keiner Aktion, ey. Das ist kein Nebel, sondern Bärfurz. Ja, so kann man das sehen tatsächlich. Es war natürlich ein bisschen Pech, dass ich da direkt aufgestiegen bin und das Pferdchen direkt umgewälzt wurde. Schlechtes Timing. Alter, mit einem Schlag balzt er den. Nee, wieso? Was trifft mich denn da? Beide eingewischt gekriegt, ne? Oh! Scheiße. Ja, genau! Was sind das, die magnetischen Griffe des... Als ob! Ich war 5 Meter außer Reichweite. Jesus. Jetzt mach ich.
Albert. Ja, 360 Grad Schwung. Kannst du machen, aber bist halt scheiße. Ich komm halt nicht an ihn ran, ey. Kein Estus. Das ist schlecht. Jesus. So schlecht war das. Der ist eigentlich so einfach und ich bin so schlecht. Der kann gar nichts und ich bin so schlecht. Das nervt mich. Ich bin enttäuscht von mir. Mann, 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 was ist mit meiner Stimme? Was ist denn mit meiner Stimme? Ich habe ganz andere Probleme als meine Stimme. Ton knackt. Ton kommt immer langsam. Ja, wieso denn? Das ist so eine linke Attacke einfach. Deshalb macht er sie jetzt auch nur noch. Dein Tod, Junge. Tschüss. Nein, doch. Easy. Das reicht. Roar of Rugalia. Rugalia.
Raw of Rugelia. Rugelia? Was ist es? Channels Incantation. Faith 14 kann ich sogar benutzen. Channels Great Red Beer. Termit a Furious Roar. Internet Award is jokingly called the Bear Communion. Channels the Power of Rugelia, the Great Red Bear. Transform oneself into a Great Red Bear and emit a mighty roar. Charging increases potency. Incantation is more divine. Hä? Ich weiß nicht, verstehe ich, kann mich damit in einen Bären verwandeln? Das probieren wir gleich mal aus. So, erstmal weg mit dem Schwert. Und von mir aus her mit. Was weiß ich. Ich habe mittlerweile so viele Waffen schon gelevelt. Da weiß man gar nicht, was man nehmen soll. Wo ist denn meine Milady? Da. So, hier ist wieder der Stein. Das war eigentlich die ursprüngliche Mission tatsächlich. Der hat aber auch Ohren. Der Zimmer braucht kleine Sensibelchen, oder? Soll doch leise sein. Das ist eure Schuld. Scheiße, Chat, Mann. Uhuhuhu. Der Ton ist kaputt. Ja, Leute, ich weiß nicht, warum der Ton kaputt ist. Ich sag, was soll ich denn machen? Ich kann versuchen, Nikola zu callen. Ich dachte, das ist nur bei Vereinzelten. Aber Nikola hat halt auch mal irgendwann Feierabend. So, ich mache jetzt selber meinen Twitch auf und gucke mir an, wie ich mich anhöre. B, ich höre mich gut an. Test 1, 2. Das Leben ist schön. Test 1, 2. Das Leben ist schön. Ja, ist doch ganz normal. Was wollt ihr denn? Ist ja wohl eine absolute Edel. Okay, ach so, bei YouTube, okay. Gehen wir auf YouTube, gucken, ob da die Edelstimme weg ist. Gucken wir kurz. Ich weiß nicht, war hier YouTube? Kann ja sein, dass ihr sagt, okay,
Ja. Das ist doch ganz normal, was wollt ihr denn? Ich habe wohl eine absolute... Oh. Okay, achso, bei YouTube, okay. Okay, bei YouTube sind tatsächlich Tonspratzer. Gehen wir auf YouTube, gucken, ob da die Edelstimme weg ist. A, B, C, D, E, F, G... H, I, J, K, L, M, N, O, P. Okay, bei YouTube sind tatsächlich... Das ist ganz schön viel Delay bei YouTube. Ich glaube, YouTube soll schon jetzt nicht besser sein. Was hast du gemacht? Hallo Nikola. YouTube-Stream neu gestartet, jetzt müsste es besser sein. Ah, hallo. Nikola, den YouTube-Stream neu gestartet. Dankeschön. Sorry, dass ich dich geweckt habe. Aber die haben mich hier richtig angemotzt im Chat wegen dem Ton. Ja gut, haben sie recht gehabt. Das hat sich auch nicht so lange gehört. Und ich war mir nicht sicher, ob das nicht Einzelfälle sind, weil von den Twitchern kam ja nichts. Aber die YouTube-Community hat richtig Lärm gemacht. Und die haben echt gesagt, dass sie mir unfollowen, de-abo. Manche haben so gesagt, dass sie die jetzt... bei Donny gucken oder bei Nils. Also da waren richtig harte Sachen dabei. Hoffst du, sie noch da? Naja, ich glaube 2-3 haben wir verloren und die kriegen wir noch nie wieder. Naja. Okay. Danke, Nikola. Ich muss mal schauen, was es ist, aber ja. Ja, keine Ahnung. Ja. Ach so. Ich wollte doch... Leute, ich wollte doch diese Incantation testen. Das wollen wir noch mal kurz gucken, was das hier ist mit diesem Wolfschrei. Wo ist das? Da. Mal, wie viel ich eigentlich benutzen kann und eigentlich überhaupt nicht benutze. Diese ganzen Incantations hier. Überall, wo kein rotes X ist, kann ich benutzen. Mach ich aber nicht. Sind wahrscheinlich dann trotzdem schlecht, weil ich schlechte Werte in Faith und so habe. Aber interessant zu sehen, was man hier schon an Auswahl hat. Oh, einiges nicht. Tatsächlich. Faith 36. Vielleicht muss ich wirklich mal ein Faith-Build mit Incantations oder so spielen. Einfach, um mal die Sachen auszutesten. Weil das sind wirklich die Sachen, von denen ich echt keinen Plan habe. Die ganzen Zaubersprüche. So, was hier? Channels Grail... So, das machen wir hier. Ja, wie? Der schreit einfach nur an? Das ist der Skill? Wir probieren das bei einem Bären. Wie gehorcht er mir dann? Hier beim Baumkratzer. Nee, was? Falsche Taste gedrückt, ich Trottel, ey. Das macht irgendwie überhaupt nichts. Es macht überhaupt gar nichts. Wie lame ist das denn? Eine ultra lame Belohnung wieder mal. Oder? Kloppen uns um deine Kacke.
Nee! Dumme Kamera wieder, ey. Das ist ja lame. Das war ja gar nichts. Zum Vergessen, würde ich mal sagen. Zumindest für mein Bild. Haben wir was anderes Geiles vielleicht, was man auch mal mit reinnehmen kann. Kostet ja nichts. Geile Scheiß, der ist natürlich. Der geile Scheiß ist natürlich immer teuer. Die ganzen Drachen-Dinger da. Echt keine gute Erfahrung mit den ja Stone of Gurunk, ja, den habe ich früher auch ein bisschen gemacht, er hatte ganz guten Stagger, hab ich schon lange nicht mehr benutzt, aber ich glaube die haben den genervt vor einiger Zeit. Ach, ich kann ihn auch gar nicht mitmachen, doch kann ich. Ja, ordentliche Reichweite, ey. Jetzt wird's mir aber langsam zu bunt. Jetzt halte ich mich hier schon ein bisschen zu lange auf. Tatsächlich. Nix da, verpiss dich. Bringst mir nix. Bringt mir ja nix, mit denen zu kämpfen. Droppen kein geiles Loot. Sind ultra nervig. Sich schenken. Hä, wo ist denn jetzt der dumme Steinhaufen hin? Ach du Scheiße, völlig falsch. So, jetzt wird's mir jetzt doof. Ich grab mir jetzt das Item auf. Mich, oder? Bringt ja alles nichts hier gegen die. Aber es kann natürlich sein, dass da noch irgendwas ist, was ich irgendwie. Dieser Steinhaufen. Nein! Dumm. Ich
mach so dumme Scheiße. Guck, der macht ja einfach viel zu wenig Schaden. Und kostet zu viel FD. Warum heilst du dich nicht, wenn ich es drücke? Oh, ich hasse Bären. Jesus, das ist so nervig, ey. Ich sag ja, die haben den Kometen genervt, auch was das. Und Staggern ist ja irgendwie, haben wir im DLC haben wir alle irgendwie gefühlt unendlich Poise. Das ist alles irgendwie. Wenn du Bären wirklich jagen willst, dann musst du das eigentlich mit der Keule machen. Oder mit was Vergleichbarem. Was du natürlich machen kannst, ist zum Beispiel, was gut funktionieren sollte, ist die alte Claymore mit Lion's Claw. Das smackt auf jeden Fall gut rein. Lion's Claw ist sowieso eine der besten. Ashes of War. Mann, ich dachte, man muss auf ihn zu. Oh, du Lackbär. Der lebt ja noch! Ich habe aufgehört! Was? Oh, das war knapp. Lol. Ich dachte, er ist tot, ey. Okay, Scarlet Rod war nicht so geil gegen die. Was haben wir noch? Ein bisschen rumexperimentieren. Holy Damage ist, glaube ich, bringt auch nichts. Hä? Das ist jetzt super dumm. Sleep. Das probieren wir.
Wo ist Sleep? Da. Aber wird natürlich nicht getriggert, wahrscheinlich von langsamen Attacken. Das ist ja ein bisschen das Problem. Claymore ist immer noch am Defeal. Boah, du Lacker. Wieso springe ich immer auf ihn zu? Ich denke immer, es ist unter ihm durch, aber es klappt halt nicht. Tschüss. Lebt immer noch. Jetzt. Claymore immer noch beste Waffe. So, jetzt können wir endlich mal hier diese Steine uns angucken. Lamp of Flash. Und es ist mal wieder nur Kacke hier. Hier ist nämlich nix. Oder? Ich hatte ja gedacht, vielleicht, wenn er dagegen irgendwie. Gar nichts ist hier, guck. Die komplett sparen einfach. Warum sollte man hier gegen die Bären kämpfen? Das ist einfach überhaupt keinen Sinn für uns. So, jetzt müsste ich aber eigentlich das Gebiet ganz gut hier durch haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, da geht noch mehr. Ach, guck mal, hier ist jetzt plötzlich. Ah ne, das ist nur zum Summon. Ja, ne, Chat, echt schade. Ich hätte eigentlich mit so einem Schmiedestein 3 oder so gerechnet, aber nicht mal das. Hier war ich doch schon. Genau, der ist am Ende der Dungeon, den habe ich gemacht, alles klar. Ich glaube, da war der Death Knight, ne? Hier die Typen, die ganzen Skorpione habe ich gemacht. Alles gemacht, Leute. Ja, 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 hier war ich überall schon. Wieder hochgejumpt. Können wir hier einen Haken dran machen an das Gebiet? Frage ich mich. Übrigens, ich habe ja gesagt, es sind Spinnen. Ihr habt gesagt, es sind Skorpione. Wir hatten beide recht. Es sind Skorpionspinnen. Aber ein bisschen mehr Spinne. Also ich habe ein bisschen mehr recht. So, da oben ist Bonfire.
Da an der Säule vor mir, habe ich das alles schon abgecheckt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier habe ich noch nicht so viel, ne? Templetown Runes habe ich, glaube ich, noch nicht so richtig abgecheckt. Wir sind nämlich, genau, wir sind von hier gekommen, wir sind hier lang. Und dann bin ich nämlich nicht hier weiter, sondern hier rein. Und dann habe ich hier dieses ganze Gebiet gemacht. Aber was ist hier? Habe ich das schon? Holy shit, was geht ab mit dir, ey? In den Mockshackle gezündet. Zappel Philipp, ey. Was bist du denn, du Lolli? War ich hier schon? Ist doch nochmal dahin. Claymore mit Lion's Claw könnt ihr von Anfang bis Ende inklusive DLC spielen übrigens. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Wenn ihr Bock drauf habt. Funktioniert eigentlich gegen, ich würde sagen, 95% aller Gegner gut. Ihr glaubt, es ist eine andere Ebene, aber kommen wir nicht von da irgendwie dahin? Ich muss es zumindest einmal abchecken, damit ich dann da nicht irgendwie geistig. Ach nee, hier war ja überall, ne? Das ist über uns. Das ist sogar ein ganzes Stück über uns, glaube ich. Ja, wir sind ja schon hier. Aber weiter kommen wir nicht. Das ist quasi hier oben über uns. Und hinter mir? Hä? Aber guck mal, ich gucke jetzt genau hier hin. Aber hier ist doch... Hier ist doch Klippe. Wieso wird denn das nicht hier angezeigt? Versteht ihr, was ich meine? Hier müsste doch jetzt eigentlich, wo ich stehe, eine Klippe sein. Ja, aber über mir ist ja... Ah, ja, naja, gut. Ein bisschen ist über mir. Okay, das überlappt doch. Dann geht das aber scheiße hoch, ey. Okay. Guck mal, ich kann auch gar nicht bis ganz nach oben gucken. Na gut. Aber dann ist auf jeden Fall Fakt, dass wir da jetzt von hier aus nicht hinkommen. Hui. Ich will aber eigentlich gar nicht Claymore spielen. Das ist immer so ein bisschen satt gespielt. Worauf habe ich denn eigentlich Bock? Kung-Fu-Handschuhe sind natürlich top. Macht da eigentlich eine Milady, macht mir immer noch am meisten Spaß zurzeit. Gepaart mit den.
So, das sind nämlich die, sind nicht zu unterschätzen, die Fucker, habe ich schon zehnmal gesagt, ich weiß. Aber es ist halt auch so. Einer von denen ist natürlich kein Problem, aber wenn die da zu fünft ankommen, wie sie gerne mal hier rumpatrouillieren, dann sieht das schon ganz anders aus, weil die so Homing-Stacheln haben, die extrem kacke sind. Ja, tatsächlich ein bisschen aufpassen. Das sind schon zwei. Sind da noch? Da ist einer. War es nur einer sogar? Ich sag's, sobald es mehr als einer ist, ist es schon nervig. Drecksviecher, ich hasse die. Ist eigentlich, musst du die outsneaken. Ich hatte natürlich gehofft, dass der erste schon vom Backstep stirbt. Aber wir sehen es, es reicht nicht ganz. Die Penner natürlich im NG Plus viel zu viel Energie haben. Ich kann eigentlich schon mal direkt Marikas Hammer rausholen. Für den Fall, dass hier die Patrouille kommt. Beziehungsweise warum nicht direkt die beiden hier wegsmashen, oder? Ja, die sind glaube ich zu weit auseinander. Mir gar nicht weiter hoch. Was habt ihr euch hier angeguckt? Habt ihr euch hier irgendwas angeguckt? Da, das Gravebird-Item habe ich mir schon gesnackt. Yeah.
Alter. Oh, da ist ja noch einer. Ja, geil. Bin ich, glaube ich. Da kann man hoch. Hier war ich noch nicht. Schau her. Beasthorn. Okay. Habe ich ja, glaube ich, schon. Könnte mit Pferdchen hier rüberspringen. Aber warum? Da unten ist ein Bonfire. Okay. Während des Aufsetzens runtergefallen. Ich habe übrigens mittlerweile, weil ja diese Schwierigkeitsgrad-Diskussion immer wieder aufflammt. Oder auch in Kommentaren. Oh shit. Ich hab Marikas haben wir nicht. Okay. Scheiße. Die haben mich jetzt ein bisschen überrascht. Ah. Oh. Können wir jetzt aber auch durchfahren. Also was ich sagen wollte, ist diese Schwierigkeitsgrad-Diskussion. Ne? Es gibt ja unfassbar unterschiedliche Arten und Weisen, Elden Ring zu spielen. Und was ist das? Warum? Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, Elden Ring zu spielen. Und ich habe... Ah.
Ich habe mittlerweile sehr viele so Videos, die in meiner Timeline landen. Irgendwelche Shorts oder so. Instagram-Videos, TikTok, whatever. YouTube. Und ich sehe immer wieder so völlig crazy Varianten von Builds und Exploits, wie man die Bosse sowas von leicht legen kann. Also jetzt natürlich mit Spirit Ashes, aber auch mit irgendwelchen Kombinationen an Waffen und Zaubersprüchen und Buffs und so. Also habt keine Angst, will ich eigentlich nur sagen. Man kann das Spiel sich leicht machen und man kann es sich schwer machen. Und jeder soll es so spielen, wie er Bock hat. Ich meine nur, das ist mein Tod. Man muss nicht 200 Mal bei einem Boss sterben, wenn man nicht will. Weißt du? Das will ich einfach nur sagen. Es gibt auch im DLC so stronge Spirit Ashes, die so derbe reinhauen, wenn man sie hochlevelt, die teilweise Bosse komplett alleine umhauen und ihr müsst eigentlich nur noch zugucken. Und auch ohne Ende Guides. Guides über Guides über Guides. Guides macht geil. wie man einen Boss legt, wie die Patterns sind und so weiter. Also es ist echt heutzutage kein Grund, nicht Elden Ring zu spielen. Das ist eigentlich alles, was ich sage. Ich spiele noch verdammt nochmal Elden Ring. Was ist denn da los? Haben wir irgendwo einen Topfboy in der Nähe? Sieht nicht so aus. Da habe ich echt das Schwert. So, hier war ich definitiv noch nicht. Das ist quasi ein neues Gebiet. Hier ist ein Weg, der führt hier in dieses Ding. Was immer das auch ist. Da wird gejammert und gejault. Auch hier checken wir erstmal die Surroundings, bevor wir uns auf den Dungeon konzentrieren. Oha! Oha! Wo gucke ich hin? Das Anfangsgebiet. Ah, ich weiß, wo ich bin. Da war der Drache. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ach, das ist ja cool. Okay. Orientierung ist da. Also Sekiro kann ich verstehen, wenn man sagt, auf Sekiro habe ich keinen Bock. Ist mir zu schwer, ist mir zu frustig. Kann ich komplett nachvollziehen, weil einfach die Möglichkeiten sich das Spiel leichter zu machen so krass beschränkt sind, dass du eigentlich nicht vorbeikommst an dem Auswendiglernen des Gegners.
Und das ist nun mal nicht jedermanns Sache, das kann ich komplett nachvollziehen. In Eldring hast du so viel Freiheiten, so viel Möglichkeiten. Wer? Du. Natürlich ist Sekiro mega geil. Das ist ja auch überhaupt nicht wertend gemeint. Ey, hier müsste doch eigentlich wieder ein Topfboy irgendwo stehen. Den ich bestimmt gerade wieder vertrieben habe, oder? Das sieht hier, sind graue Typen, hier ist ein Grabstein. Ich habe fast das Gefühl, hier ist wieder einer. Den man nur nicht sieht, weil man abgelenkt wird von den anderen. Sekiro ist mega geil und auch dieses Gefühl, wenn man dann so einen Boss, an dem man am Anfang so kein Land gesehen hat, wenn man den dann so richtig geil, weil bei Sekiro ist es ja auch anders als, sag ich mal jetzt, bei ja, bei Dark Souls oder Elden Ring. Hier kannst du ja auch einen Boss machen und du kassierst heftig und es ist ein knapper Sieg, mit dem letzten Schlag gewinnst du und hast aber selber kaum noch Energie und irgendwie so. Bei Sekiro ist es halt in der Regel so, wenn du einen Boss besiegst, dann hast du ihn auch kapiert, sozusagen. Also dann hast du seine Patterns irgendwann gelernt und wenn du seine Patterns gelernt hast, dann kann dir der Boss nicht mehr viel anhaben. Ne, weil du dann quasi allem ausweichst oder allem entgehst, was der Boss zu bieten hat. Und das gibt einem dann so ein geiles Gefühl von Dominanz, von so einer kompletten Übermacht. Und die Diskrepanz zu diesem Gefühl während versus, wenn du es das allererste Mal gespielt hast, oder wenn du das erste Mal einen Boss bekämpft hast und nur aufs Maul kriegst und dir denkst, okay, wie soll man den jemals besiegen? Das ist halt so geil bei Sekiro. So, wir nähern uns jetzt hier diesem Ding. Ey, hier ist irgendwo 100% ist hier irgendwo ein Topfboy. Wisst ihr was, weil ich mir so sicher bin, dass hier ein Topfboy ist, mache ich meine Schritte aus. Wenn ich nicht verscheuche. Da ist er doch! Ha! Da ist der Topfboy, direkt vor mir. Seht ihr es? Ich wusste es. Das ist der Topfboy. Gibt der mir jetzt endlich mein drittes Shadow Tree Fragment? Und der da rechts übrigens daneben, den haben sie nur dahin geplantet, damit wir den killen. Weil während wir den killen, kann der sich wegteleportieren. Das machen wir natürlich nicht, weil wir sind nämlich super. Aua, was war das? Hä? Nein, das. Ich habe mich schon gewundert, weil der Topfboy nicht gefunkelt hat. Normalerweise funkeln die Topfboys. Das war keiner von den guten Topfboys, ey. Scheiße, aber ich wette, hier ist trotzdem irgendwo ein Topfboy. Ein guter. Guter Topfboy ist hier irgendwo. Can you feel the Topf tonight?
Ist das einer? Nee, dann wird er nicht angreifen. Ist auch kein richtiger Topfboy. Shit. Lenken die einen hier auch noch mit falschen Topfboys ab? Bisschen unübersichtlich hier. The fuck? Alter. Weiß ich, wer ich bin? Ob das nicht selber unangenehm ist, irgendwie, ganz ehrlich. Kein Topf. Dann nehme ich halt den Eingang hier. Smithing Stone 3, geil, ey. Hammer. Kostet mich 200 Seelen. In der Tafelrunde. Hammer, geil, ey. Ja, das ist einfach stark. Starkes Item Placement, danke, Mann. Ich habe noch keine illusorische Wand gefunden, Seppo. Tatsächlich nicht, aber ich habe gehört, es soll wohl welche geben. Aber ich habe noch keine im DLC gefunden. Das Problem ist mit dem Mockshackle, ne, der deckt die ja auf. Aber wenn der deckt die halt auf eine recht große, der hatte, glaube ich, eine recht große Reichweite. Das heißt, wenn ich den jetzt hier mache, aber was weiß ich, um die Ecke ist jetzt die Wand verschwunden und ich komme dann irgendwann um die Ecke, dann sehe ich die gar nicht. Dann ist mir ja gar nicht bewusst, dass da eine war. So, ist ein bisschen komisch. Tatsächlich, aber besser so, als irgendwas zu verpassen. Oder gegen jede scheiß Wand hauen zu müssen. Nervige Hunde. Ich überlege gerade, Leute, helft mir auf die Sprünge. In Demon's Souls, gab es da schon Hunde? Ich überlege gerade. Da kamen die erst in Dark Souls. Gab es in Demon's Souls Hunde? Wölfe? In Demon's Souls? Wo denn? Im Schloss. Ach ja, direkt am Anfang sogar. Klar, in dem Gang unten, ja. Ihr habt vollkommen recht. Hey, ich war mir tatsächlich nicht mehr sicher. Aber ja. Das stimmt natürlich, was ihr sagt. Okay. Habe ich jetzt hier außen zumindest alles?
kam ich her? Kleiner Funfact, ihr wisst es wahrscheinlich, aber wenn man einen Gegner besiegt und er hat so blaues Gedöns nach seinem Ableben, hier der zum Beispiel, dann droppt er ein Item. Der zum Beispiel nicht und der droppt eins. Ihr wisst, die meisten von euch werden das wissen, aber gleich mal hier, da diese blauen Sternchen oder was auch immer, wie man das nennen mag. Das bedeutet, der Gegner droppt ein Item. Hier, blaue Funken. Was immer ganz nett ist, weil manchmal die Sterbeanimation dauert und man zu ungeduldig ist, abzuwarten. Daran kann man immer so vorsehen. Ob es ein Item gibt. So, jetzt müssen wir mal langsam da hochkommen irgendwie, ne? Wahrscheinlich. So. Ja, keine Mimikkisten in Elden Ring finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Gibt's eine? Nee, ne? Es gibt keine Mimikkiste in Elden Ring. Ich meine, es gibt keine. Och Mann, ey, wie unfähig. Es gibt Fallen. Aber keine Mimikkisten. Okay, das ist offensichtlich hier nicht der Eingang. Was ist hier der scheiß Eingang, Alter? Nicht, dass man da irgendwie von oben kommen muss oder so. Was ist denn hier der Scheiß eingegangen? Ist das etwa ein Rätsel, ein sogenanntes? So, ich habe schon lange nicht mehr Captain America gespielt, ey. Die allergeilste Waffe im Spiel. Nur so imba, dass ich sie fast nicht benutzen möchte.
nichts gemacht. Kann natürlich auch sein, dass es theoretisch unterirdisch ins Schloss geht. Die sind ja sehr trickreich hier bei FromSoft. Na, hier, die sind ja so schlau. Hier ist... Ja nun, ey, keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall nix. Durchgeritten, um die Karte zu holen. Oh, das könnte klappen. Das könnte klappen. Oder? Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das der offizielle Weg ist. Wenn das überhaupt ein Weg ist. Sie ändern sich hier dauernd die Farben. Ach, guck, da ist doch. Guck an. Da sind wir doch drinne. Was ist das? Nein, der Dreckshund ist an mir vorbeigesprungen. Ich muss mal kurz Pipi machen. Ich bin gleich wieder da, aber wir sind drinnen. So, weiter geht's. Da bin ich wieder. Und, ich bin ja gestorben.
Well. Aber wir wissen jetzt, wie es reingeht. Schade, ich hatte so schön alles da drum beseitigt. Civ 7, ey, vielen Dank für 33 Monate Sub schon. Dankeschön, mein Lieber. So, jetzt habe ich mir kurz den Überblick verloren. So, jetzt wissen wir ja, wo es lang geht. Ne? Aber kann man leicht übersehen. Wenn man hier so guckt, sieht man es gar nicht. Und dann läufst du hier schnell vorbei und... Aber FromSoft hat hier natürlich extra noch eine Blume hingelegt. So ein bisschen die Aufmerksamkeit auf dieses Loch lenkt. Interessant. Auf jeden Fall interessant. Hält er so viel aus? Ich sag ja, Captain America Shield gegen im PvE auf jeden Fall. Absolut crazy. Crazy gut. Ey, Runinov. Ich hab das gelesen, ne? War schon ein bisschen frech. Aber auch nicht ganz unwahr. Wie sieht's an Flowcorn fragt hier, wie sieht's an der Bossfront aus? Nichts Neues, keine neuen Bosse bislang, also außer den Bären. Oh, das ist aber jetzt ein richtiger Top-Boy. Oh, der hat nämlich auch geblitzelt. Raw Burrow. Leider kein Shadow Creep Fragment. Nee, keine neuen Bosse. Ich bin ja auch schon lange in keinem Legacy Dungeon mehr gewesen oder so. Aber es könnte sein natürlich, dass hier irgendwas kommt. Aber ich weiß es nicht. Aber deshalb gibt es momentan auch... Naja, das war natürlich sehr optimistisch. Nee, wieso denn? Ah! Guck mal, wenn man vom Teufel spricht. Da ist eins. Shadow Tree Fragment. Sehr geil.
endlich. Auch echt schon lang keins mehr gehabt. Komisch, wenn man die Schritte nicht hört, ne? Irgendwie hat man das Gefühl, es ist ein Bug oder so, aber nee, es ist ja ein Item. It's not a bug, it's an Item. Aber nicht nur ich bin verdächtig. Ach, guck. Okay. Fuck off, ey. Hat mich gestunt. Mann, wie lächerlich gegen so einen Lappen, ey. Naja, gut. Das Problem halt, wenn man nicht genug Poise hat. Das ist halt. Kann halt passieren. So, jetzt, wo bin ich denn jetzt? So weit weg. Da können wir doch mal einen Shortcut, ne? Machen, sag ich mal. Why not? Ne? So eine Leiter runterlassen oder so. Jetzt, also. Weiß ich nicht. Jetzt nicht verkehrt. Jetzt hier wieder rein. Mann, Alter. Item. Two-handed sword talisman. Geil. Kann mir schon denken, was der macht. Und das klingt nach einem Talisman für mich. Ja, enhances attacks with two-handed weapons. Das ist natürlich super. Den kann ich auf so ziemlich fast alle meine Builds anwenden. Ich weiß natürlich nicht, wie viel der jetzt gibt, aber ich schätze mal mindestens 10%, wenn nicht sogar noch mehr.
Aber mehr ist hier nicht, glaube ich, ne? So viel Burg für so einen Gegenstand. Also für einen kleinen Gegenstand. Kein schlechter. Aber irgendwie... Hab ich jetzt gedacht, hier ist noch ein Boss oder sowas. Hier ist gar nichts. Okay, ich glaube, ich habe alles. Ich weiß es nicht, aber ich sehe auch nichts von Bedeutung mehr. Das war ja ein kurzes Vergnügen hier. In dieser Struktur. Wobei Shadow Tree Fragment und dieser Talisman eigentlich schon echt eine gute Ausbeute ist. So, dann checken wir da hinten diese Hütte ab. Wer heult denn da? Der Typ, ne? Warum heult nur er? Ja, guck mal, der heilt. Keine Ahnung. Achso, die Hütte ist gar nicht hier auf dem Kontinent, sehe ich gerade. Alles klar. Alter, hier geht's runter. Leute, hier geht's runter.
Graveside Plain. What? Neues Gebiet hier unten. Da kann man aber auch leicht dran vorbeilaufen. Das ist ja nice. Alter, wie tief geht das hier runter, bitte? Geil, ey. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel so. Jetzt sind wir richtig weit unten, oder? Hm. Alter, und hier ist der Wurmkult. Hier sind die Agrowürmer. It's so amazing. Da gucken sie. Guck, wie sie gucken. Guck, wie sie gucken. Ja, das ist nicht so leicht, mit dem Schild zu treffen. Nur der echte Captain America vermag das. Guck mal, die hat eine Krone. Die ist richtig alt. Die hat eine Krone aus kleinen Hörnern. Weil die hier schon seit tausenden von Jahren dieses Item bewacht. Two-headed Turtle Talisman. Der dürfte Stamina geben, ne? Wenn ich richtig. Greatly raises Stamina. Starker Talisman tatsächlich. Und so. Außerhalb vom Kampf. Kein Stamina. Den lasse ich leben. Kann ich dir irgendwas hinlegen? Von deinen Vorfahren. Na gut. Ist hier noch was? Ah, wir können auch einmal Mock checken. Seit ich in Dark Souls 1 hinter einer Kiste eine Illusionswand hatte und dahinter noch eine Illusionswand und dahinter noch ein Gebiet,
Das hat mich für alle Zeiten verändert, ganz ehrlich. Weiß ich gar nicht, was hier am besten ist. Eigentlich bräuchte ich mehr Bonk. Bonkedonk. Falsch. Kriegst auch immer wieder volle Flasks nach so einem Fight, was echt praktisch ist. Kann man sich sowieso mal merken, durch dieses Feature, dass wenn man Gruppen von Gegnern besiegt, dass man dann Flasks zurückkriegt, sowohl Mana als auch Health, also Estus, kann man sich immer mal Stellen suchen, wo eine Gruppe von einfachen Gegnern sind. Und wenn kein Bonfire oder so in der Nähe ist, kann man da tatsächlich sehr gut sich immer wieder auffüllen. Auch ein geiles Feature von FromSoft, meiner Meinung nach. Um den Erkundungstrieb aufrecht zu erhalten. Bin ich denn eigentlich? Ich bin... Oh, ich laufe direkt auf was Großes zu. Hä, was ist krass, Swabelicious? Mushroom Cellar's Bell Bearing. Gut versteckt. Mushroom und Rattle Flesh Mushroom können wir damit kaufen. Achso, die Story mit der Kiste und den versteckten Wänden. Ja. Dark Souls 1 unten beim... Wie heißt nochmal der Sumpf? Und dann den Baum runter. Da ist sogar noch ein Covenant und ein Boss. Kein Spiel belohnt irgendwie so das Erforschen der Welt so sehr, finde ich, wie FromSoft. Das haben die wirklich perfektioniert. Das macht's ja auch so geil. Deshalb bin ich auch so gründlich. Weil du halt nie weißt, wo irgendwo was sein könnte. Es kann halt nichts sein, es kann aber auch was sein. Es macht für mich auch unglaublich den Reiz dieser Spiele aus. Genau, bei Blighttown war der Name, der mir nicht mehr eingefallen ist. Ey, das riecht hier so ein bisschen... Guck mal, von da oben sind wir runter. Wie geil das übrigens auch alles so zusammenhängt ist, ne? Keine Ladezeiten oder so. Du läufst einfach immer weiter. Die Welt wird immer größer. Aber das riecht hier verdammt nach Drache, wenn ich ehrlich bin. Das riecht ein bisschen drachenmäßig hier. Was mich wundert, kein Bonfire bislang in der Nähe, weil wenn wir sterben, müssten wir den gesamten Abstieg wieder machen. Und guck, was ist hier? Eine Höhle. Fast übersehen. Komplett unscheinbar. Das ist genau das, was ich meine. Ne? Das kann man so leicht übersehen, wenn man hier einfach nur irgendwie schnell vorbeiläuft. Siehst du das nicht? Aber hier geht's rein, Leute. Hier ist ein Dungeon. Ja.
gefangen. Dieses Schild ist so krass. Dieser Schild. Fucking Captain. Eigentlich müsste ich wieder meine Captain America Mütze anziehen. Ich höre was krabbeln. Glaubst du, ich sehe dich noch nicht? Wie schlecht du dich versteckst. LOL. Lukas, ich weiß nicht, ob ich noch Bock auf die EM habe, so. Also ja, so ein bisschen natürlich, ne? Wenn die Spiele geil wären. Das Problem ist, dass von den Mannschaften, die jetzt noch übrig sind, mit vielleicht ein bisschen Abstrichen Holland, keiner da jetzt irgendwas angeboten hat, wo man jetzt in übermäßige Euphorie verfällt, finde ich. Wie kommen wir denn da hin? Und ja, natürlich ist so ein bisschen natürlich die Stimmung weg. Ne? Was zu machen? Geht das da? Da? Dann von da? Naja, da geht's eh nicht weiter. Bringt nichts. Mal irgendwie anders hin. Wie ist bei euch? EM noch interessant oder mit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft komplett Interesse verloren? Na, ob der Boden wohl einbricht? Bin noch dabei. Spanien, klar, beste, attraktivste Mannschaft. Hauptsache England wird nicht, aber ich muss sagen, ich bin auch, glaube ich, für Niederlande. Allein, weil ich feier wie die dieses dup, 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 nach links, dup, 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 nach rechts. Das finde ich irgendwie einfach nice. Man braucht ja irgendwie irgendwas, um sich bei Laune zu halten. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt in den Halbfinals nochmal richtig geile, emotionale Spiele gibt. Dann wäre ich auch durchaus bereit, mich emotionalisieren zu lassen. Oh mein Gott. Alter, wo bin ich denn hier, Leute? Warte mal kurz. What the fuck? Was geht denn hier ab, Alter? Das ist eine Sekte hier, irgendeine. Hier geht irgendwas Fieses geht hier ab. Ich kann den killen, ohne dass die anderen auf mich aufmerksam werden. Ja, wir machen schon mal. Wir machen es schon mal schlau.
Da läuft da einer rum. Das sagen die sich auch. Warum läuft der rum? Und guckt er die Wand an? Bro, was passiert hier? Ich glaube, wir müssen hier runter und dann zünden, ey. Nun. Einer muss ja immer überleben, ne? Ich hab Headroll, shit, fuck! Warum spring ich denn nach hinten? Ich wollte rollen. Ich habe vergessen, nach vorne zu drücken. Wenn du nur die Rolltaste drückst, also ohne eine Richtung, macht er natürlich den Sprung nach hinten. Das war ziemlich dumm. Wow. Scheiße, war das dumm. Na gut. Passiert den Besten. Nochmal, ey. Unnötig war das vor allem. Jetzt auch runter? Hier fahre ich auch noch nicht. Doch. Hä? Moment, dann war ich oben nicht. Hemi Live, dankeschön für dein Sub. 28 Monate, mega geil. Es war ja von der Idee nicht falsch. Es hat ja nur nicht geklappt. Ne? Dumme Fat Roll. Kommen wir übrigens auch runter. Da ist auch noch einer. Dann jumpen wir hier rein. Oh. Scheiße, Mann! Leck mich am Arsch. Das ärgert mich richtig jetzt.
Jesus Christ. Die Scheiße hier schon wieder mit den Kötern machen. Nicht aufs Mana geachtet. Ich mach dauernd so dumme Anfängerfehler. Oh, das regt mich so auf, ey. Muss ich gar nicht darunter, ne? Ihr habt recht, vielleicht kann ich das auch einfach von oben machen. Vor allem, wieso habe ich den wieder ausgezogen, wenn ich doch... Warum mache ich es mir eigentlich immer so schwer? Sacred Bloody Flesh. Zeigt er gar nicht. So, da oben war noch ein Dude. Ja, guck. Und hier geht's nämlich hoch über diese Brücke. Ja, gar nichts. Sind wir wieder hier. Achso, um rauszukommen aus der Höhle. Ich verstehe. Aber, okay.
Da muss noch mehr sein. But wait, there's more. Wofür sind diese Dinger da? Sanguine Amaryllis. Used for crafting items, aber was? Da. Hefty fly pod. Throw at enemies to release a large swarm of blood flies. Ausprobieren. Alles ausprobieren. Dann müssen wir ausprobieren. Wo sind die Dinger? Scheiß Töpfe, immer suche ich euch. Theresa, large swarm of blood flies. Vielleicht sind die krass. Auf jeden Fall, hier kriegt man die Sachen dafür. Zumindest ein Teil. Aha. Le Boss. Das wird dumm, mich zu buffen, bevor ich überhaupt mein Equipment gewählt habe. Naja. Geil. Chief of Blood hier. Alter, ist er sauer. Ich komme gar nicht dazu, den Topf zu werfen. Hungert aber auch. Okay. Ja, nur weil ich den scheiß Topf probieren wollte, ne? Alter, ist der aggro. Reicht's mir. Wo denn? Wo war denn da jetzt der Dings? Dein Maul platschen. Bloodfiend Hexer's Ashes. Okay.
Ja, ist halt immer schade, wenn man Geisteraschen kriegt und man eigentlich nicht mit Geisteraschen spielt. Ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht sollte ich einfach mal wieder ein bisschen mehr mit Geisteraschen rum experimentieren, weil die sind ja tatsächlich auch immer sehr geil. Und ich habe so viele mittlerweile, die ich nicht benutze. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Machen wir hier noch was? Dann wird man gesteinigt. Ja, weiß ich nicht. Ich muss niemandem was beweisen. Das Problem ist einfach eher, dass es dann einfach so ein bisschen... Ich habe das ja im Main Game auch gemerkt, dass dann teilweise die... Wenn ich Geisteraschen genommen habe, teilweise manche Gegner gar nicht richtig kennengelernt, dass das auch immer so ein bisschen schade ist. Aber man kann sich sehr offen halten, wenn man wirklich irgendwo mal bei einem Gegner hängt oder so. Ich habe halt echt, ich habe jetzt nicht aufgelevelt, aber ich habe hier halt echt mittlerweile, mal hier Golem Smith. Was ist denn eigentlich? Das ist vielleicht eine Inquisition, was glaube ich. Achso, das sind nicht nur Aschen. Hier der Typ Bloodfiend Hexer summons Bloodfiend. Keine Gegner, an denen man lange hängt. Also, weiß ich nicht. An Relana habe ich 7 Stunden gehangen. Aber halt ohne Geisterasche. Aber ich wollte sie halt auch parryen, aber... Okay, das ist das, was wir uns hier angucken. Ist einfach nur ein Abgrund. Soll ich da mal reinspringen? Ich meine, why not? Wir haben da das Bonfire... Habe ich mir schon gedacht, aber... Now you know. Aber deshalb bin ich so gründlich, Leute, weil man halt so leicht was übersehen kann. So eine Höhle oder so, ein Eingang, ein Loch in der Mauer oder so. Das ist so leicht zu übersehen, irgendeine Kleinigkeit. Und man kann so viel auch man noch in Questen falsch machen. Du kriegst irgendwo einen Gegenstand und weißt überhaupt nicht, wofür der gut ist. Du musst ihn komplett am anderen Ende der Map benutzen oder so. Silverhorn 10, okay. Hier ist offensichtlich einiges passiert. Für sowas eignen sich die Steine, die bunten Steine gut. Das habe ich auch gedacht. Aber... Vault Cope.
Wir waren, wo war das? Neulich in einem Dungeon, da gab es einen Abgrund, da habe ich einen Stein runtergeworfen. Der Stein ist kaputt gegangen, was normalerweise bedeutet, wenn du runterspringst, stirbst du. Aber dann hat Chat gesagt, ich soll trotzdem springen. Ich bin gesprungen und dann ging es einfach da unten weiter und da war einfach ein Endboss-Area. Im Drachen-Dungeon war das, ne? Ja. Das finde ich auch ehrlich gesagt nicht so geil, dass das, also ich hoffe, vielleicht ist es ein Bug oder wird rausgepatcht oder so. Aber es nimmt so ein bisschen die Logik hinter den Leuchtsteinen. Weil, ja, also wenn es einmal so ist, dann kann es ja auch noch 10-mal so sein. Das heißt, die Aussagekraft ist eigentlich hinfällig. Aber theoretisch stimmt das natürlich mit den Steinen. Gerade wenn man so Distanzen hat. Also es muss ja nicht immer auch nur für irgendeinen Abgrund, wo man nicht das Ende sehen kann, benutzt werden. Es kann ja auch manchmal benutzt werden für ja, einen Abgrund, wo man nicht weiß, ob man den überleben würde oder so. Wo man aber klar sieht, dass da ein Boden ist. Ja, ich weiß, dass da steht, man soll mutig sein, aber trotzdem sollte die Mechanik da funktionieren, meiner Meinung nach. Benutzen ja eh schon nicht viele. Ich finde, das kann man ruhig belohnen, wenn man da ein paar bunte Steine runterwirft. Hä, ich bin fucking Kreis gelaufen, ich bin ja wieder am Anfang. Ich laufe so viel an den Wänden rum, dass ich manchmal fucking irritiert. Ah, hier können wir eigentlich auch. Mann, schlag doch zu! Ekelhaft. Oh, guck, da geht's rein. Guck, da schon wieder so eine kleine Felsspalte, Flymo. Okay.
Todesfalle ist das. Dieses Fly Mold ist halt genau das Gegenstück zu diesen roten Blutblumen, die wir da eben beim Boss gefunden haben oder in dem Vorraum. Mit dem wir diese Töpfe hier, den Bluttopf gemacht habe, bauen können. Wie weit diese, wie nennt man das hier, diese Senke, wie weit die geht. Ratten. Round Rock. Das sieht echt so verdächtig aus, wie er da so reinkrabbeln könnte. Aber ist nicht. Wo sind wir jetzt eigentlich? Schon fast wieder im Startgebiet. Guck mal hier. Geht auch bis hier hin. Wahrscheinlich. Fuck. Ach du Scheiße! Ich wollte gerade sagen, warum vibriert mein Pad? Okay. Oh, madness. I don't like. Drecksratten. Verpisst euch. Ich bin beschäftigt. Eieieiei.
denn das für ein Ekelgrab? Mit. Mann, jetzt klappt wieder nichts. Dann halt rein, ja. Stirb doch jetzt endlich! Da. Horned Baron. Baron? Horned Baron. Oh, Raid! Kommt der genau richtig? Ein Raid. Danke, Nils. Ich wurde gerade in einen Hinterhalt gelockt. Von einem gemeinen Gegner. Vielen Dank für den Raid. Was habt ihr so gespielt? Ja, ich bin hier wieder in einem Gebiet unterwegs. Ich bin ganz tief gefallen, tatsächlich. Ich bin hier in diesem Flussbett. Das ist der Bruder von Elisabeth. Ja, bei mir gibt's auch sehr guten Humor. Was haben wir denn da eigentlich gerade gefunden? Use a few sound vengeful spirits. Ja, das benutzt man eh nicht, ne? Kostet wahrscheinlich auch wieder sau viel. Oh, falsche Szene. Na gut. Ihr wollt auch was sehen. Das ist der neue Zauberspruch, den ich gerade gefunden habe. Ja, genau, für die Ratten, genau das. Guck mal, nicht mal so eine scheiß Ratte kann der kaputt machen. Ich sag ja, kompletter Dreck. Die kostet mehr FP als sonst was, ey. Kannst komplett in die Tonne kloppen. Völliger Schwachsinn. Ist hier was? Na sicherlich. Freilich, ja, sicherlich haben wir hier auch. Ja, Höhlen. Wie sagt ihr in Bayern zu einer Höhle? Höhlen? Ja, freilich, Höhlen, ja, sicherlich, ja. Passt schon, Höhlen, ja, passt schon. Werde ich gerade gesappt? Daum.
Lord Fastner, du bist lustig, du musst aus der Nils-Community sein. Meine Leute machen hier keine Scherze. Ich habe schon eine häufige Diskussion gehabt, die finden Humor absolut überbewertet. Oh, guck mal, hier geht's noch links rein. Aha, aha. Da ist ein Bonfire. Nee, komm, bevor ich den... Wir wissen alle, ich fall den Wasserfall runter und dann... 870.000 Seelen weggeschmissen. Ja, gibt doch Farmspots, brauchen wir, ist doch scheißegal. Seelen sind so 2022, ey. Ach hier, warum eigentlich? Hä, wieso vibriert mein Pad? Mein Pad vibriert. Warum? Wie krass groß dieser DLC und wie ausdesignt der ist. Das ist echt unglaublich. Unglaublich, oder? Welches From-Software-Game kommt für mich nach Elden Ring? Ach, das ist immer so schwierig zu beantworten. Deep Purple Lily. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich hatte echt mit allen Spielen unfassbaren Spaß, als sie rauskamen. Dark Souls 3, Dark Souls 1, Bloodborne, Sekiro. Das einzige, was so ein bisschen abfällt, ist Dark Souls 2, habe ich aber auch komplett gesuchtet. Also, am ähnlichsten fühlt sich natürlich Dark Souls 3 noch an wie Elden Ring. Aber Sekiro hat mir auch richtig Spaß gemacht mit dem Haken und dem Kampfsystem. Bloodborne mochte ich einfach diese ultra krasse, düstere Welt. Und auch da das Kampfsystem und weiß ich nicht. Das ist, als ob man in Dark Souls 1 natürlich, weil es so der erste Magic Moment war. Und das ist immer schwer zu beantworten, aber... Es gibt einen Cheese für Sekiros letzten Boss. Aber jetzt sag nicht den Schild, der den Damage zurückwirft. Ich finde, ein Cheese, der eine halbe Stunde dauert, ist nicht so richtig ein Cheese. So, weiß ich nicht, so einen Gegner vergiften und sich dann in die Ecke setzen oder so. Das finde ich... Das ist schon ein Exploit und kein Cheese. Das ist schon...
Tja. One inch punch. Also ich frag, wie ich den gerade so schnell gekillt habe. Da geht's rein. Und dann kommen wir dann hier wieder raus, oder was? Nee, Quatsch, da komme ich her. Hä? Das muss die Höhle sein, aus der ich komme. Ja? Oh nein. Ich bin tatsächlich selber unsicher, ob ich hier schon war. War das Bonfire? Ja, okay. Jesus Christ, Orientierungssinn. Ist aber auch nicht so einfach in dem Spiel, muss man auch mal fairerweise sagen. Das ist schon manchmal alles so ein bisschen ähnlich und verwirrend und verwinkelt und so. Also es ist nicht alles nur auf meine Orientierungslosigkeit zu schieben. Auch, aber nicht nur. So, hier war Krabbensalat, da oben ist wieder irgendein Gedöns. Und da käme man dann. Das kann doch gar nicht sein, dass man von da oben auch da lang kommt. Lol. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo wir hier rauskommen. So. Kann sie nämlich gar nicht weiter nach oben. Aber du könntest theoretisch von da oben doch locker... Doch, hier kommst du noch weiter, ey. Oder? Wie ist mein Orientierungssinn im echten Leben? Ziemlich gut, würde ich sagen. Wirklich einen guten Orientierungssinn. Ich finde, ich habe auch einen guten Orientierungssinn in Elden Ring. Tatsächlich. Ja, mal kurz hier den Mock-Shackle. Wir dürfen den Wasserfall nicht vergessen. So, jetzt bin ich aber gespannt, wo wir hier... Wo sind wir hier? Poison Swamp?
Wie kann ich die Map aufrufen, wenn hier dauernd Gegner irgendwie sind? Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich bin tatsächlich bei dem kaputten Drachen, den wir von Anfang an gesehen haben. Hier war ich schon mal. Von der anderen Seite aus. Von da. Interessant. Hier geht's ins Drachenlevel. Hier war ich auf jeden Fall schon mal. Hier kommen wir zu Fort Reprimand. Da hinten ist das Jump Pad. So viel zum Thema Orientierungssinn. Hier ist das Jump Pad zu Fort Reprimand. Die Hütte dahinter habe ich auch schon geklärt, glaube ich. Okay, hier war ich schon. Schade. Aber wo bin ich denn jetzt? Wo ist das gewesen? Wir sind hier. Oder? Hier? Ne, hier. Den Wasserfall müssen wir noch checken. Auch hier kann man runter tatsächlich. Und wahrscheinlich auch rüber. Da unten sind nämlich Gegner zu sehen. Interessant. Greater Potentate's Cookbook. Hefty Rock Pot. Dafür ist wahrscheinlich der runde Stein mit den Cracks gewesen, den wir gefunden haben, schätze ich mal. Noch mal runter. Wo geht es? Alter, geht's noch weiter runter? Guck mal. Miyazaki, du Teufelskerl.
Und da gibt es wieder ein Teil von der Gravebird-Rüstung, würde ich sagen. Oder? Reicht das? Schade. Nein! Das ist aber wirklich ein Tod, den jeder kennt, der ein Souls-Spiel gespielt hat. Ach, jetzt kommt plötzlich die Chat-Nachrichten. Ne? Die ganze Zeit seid ihr hier nur am Rumlurken. Aber da mache ich mal einen blöden Fehler und dann ist hier aber direkt Alarm im Chat. So kenne ich euch. So kenne ich euch. Einfach nur schadenfrohe, miese Schweine. Ich kann es verstehen. Es passiert einfach so selten bei mir. Aber dann freut man sich natürlich, wenn das auch mal passiert. Hand aufs Herz, bin ich extra gestorben, um euch zum Chatten zu bringen. Ja. Der Elfen hat mich wieder mal durchschaut. Das ist aber auch albern, dass ich es mir auch immer selber so schwer mache. Guck mal, wie er da lurkt. Wie ihr versteckt er sich. Ey, der Schild ist einfach viel zu krass. Mein Tod ist euer Licht. Das klingt ein bisschen sehr makaber, aber okay. Somba Smithingstone 4. Okay, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Aber gut. Und hier geht es noch weiter runter. Immer weiter. Wisst ihr, was ich glaube, warum jedes einzelne Gebiet auch immer so geil ist? Ich glaube, die machen das bei FromSoft so, dass da immer quasi eine Person oder eine Abteilung für ein Gebiet zuständig ist. Und dadurch sorgen die dafür, dass diese Personen sich dann auch mit diesem Gebiet komplett identifizieren. Und das auch quasi verglichen wird mit den anderen. Und dann kann man sagen, so hier, schaut euch mal an, was der hier mit, weiß ich nicht, Sense Fortress gemacht hat. Da müsst ihr mit eurer Lappenburg aber nochmal... Da müsst ihr mit eurer komischen Burg echt nochmal ran. Also auf diese Art und Weise sorgst du, also nicht so, ja, ich brauche jetzt mal jemanden, der hier eine Wüste bis morgen fertig macht. Und dann kriegst du halt auch eine Wüste, die so lame ist und so, weißt du? Dann vielmehr musst du gucken, dass jeder Teil sich anfühlt wie so ein kleines Spiel. Mit Liebe zum Detail und so und nicht einfach hingeklatscht. Und das ist ja das Geheimnis, ne? Das ist, das sage ich euch ja, das ist ja das Geheimnis. Was anderes ist es ja nicht.
Am Blue, da be di, da be die. Lustig. 60% Liebe, 40% Hiebe. Ja, das scheint mir tatsächlich sehr akkurat zu sein. Das tödliches Wasser? Das sieht ein bisschen tödlicher aus, ehrlich gesagt. Guck mal, wir sind einfach, das ist auf der Karte gar nicht drauf, wo wir sind. Weil wir unter dem Startgebiet sind. Aber auch nicht so wie die komische Welt im Main Game. Ja, wir sind einfach unter... einfach unter der Map quasi. Ratet mal, wie ich das finde. Ja, richtig geil. I was once told a coffin could convey its passenger upon a gentle cruise. Oh, slumber in such paradise. So Leute, ich muss Schluss machen, es ist schon so spät, aber ich habe so Bock. Ich kann einfach nicht aufhören. Nikola schimpft eh, wenn er sieht, dass ich hier eine 4-Stunden-Folge gemacht habe. Die wieder niemand anklickt, weil es 4 Stunden lang ist. Was soll ich denn machen? Ich kann auch nicht aufhören. Geht's noch weiter runter. Ah, da ist der Drache. Da, oh shit. Jetzt muss ich das noch ganz kurz. Einmal ganz kurz. Ohne runterfallen. Freunde. Freunde. Da ist ja der kaputte Drache. Den wir schon ganz am Anfang gesehen haben. Da liegt er. So kommen wir nämlich dahin. In das Drachengebiet. Und das ist ja der... Fire Golem, wo ich versucht habe, von oben Töpfe in den Rhein zu werfen. Egal. Ich weiß noch nicht, wie wir da runterkommen. Hier. Da. Und dann erschließt sich uns quasi hier das Gebiet, ne? Aber wie viel wir noch haben, ey. Wir haben noch so viel! Okay. Aber Schluss für heute. Es ist Schluss für heute. Nein, bleib noch. Ja, aber ich kann nicht. Es ist wirklich schon so spät. Noch ein bisschen, Eddie. Nein, ich kann wirklich nicht. Es ist, ich muss ins Bett. Morgen wieder EM-Studio. Kinder, dies, das. Nein, bitte bleib. Wir wissen nicht, was wir heute nicht machen sollen. Wenn wir dir 50 Millionen Subs schenken, würdest du dann noch 20 Minuten machen? Ja, na gut, dann würde ich vielleicht noch 20 Minuten machen. Ach, allein die Musik. Chat,
Es war mal wieder ein Fest mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Beim langsamsten Let's Player der Welt aus Deutschland. Aber ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich es genieße, so zu spielen. Es macht mir einfach einen Heidenspaß. Aber wir werden wahrscheinlich demnächst auch mal wieder dann in den Legacy Dungeon gehen, ein paar Bosse legen. Ich weiß ja, was ihr wollt. Ja, wenn jeder von euch 120.000 Subs macht, dann sollen wir nochmal anfangen.